Grundsätzlich kann man alles einmal überdenken oder überlegen, ob irgendwelche Spannung interessanter dann sein könnte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir von Fairness sprechen, dann weiß ich nicht, ob das fair ist nach 34 Runden, wenn vielleicht der Erste gegen den Vierten spielt, der Zweite gegen den Dritten, dass der Vierte, der möglicherweise schon 15 Punkte hinten ist oder 10 oder 12, weiß ich nicht, noch die Chance hat, Meister zu werden. Ob das fair ist, das ist eine, steht auf einem anderen Blatt Papier. Überlegen kann man sich viele Dinge um das. Ist ein anderes Konzept. Definitiv wird die Liga auch verändern. Im Moment ist es so, dass wir mit Bayern München den Platz hier haben in der Liga, der in den letzten Jahren die Bundesliga dominiert hat, wo dann auch relativ zeitig oftmals schon feststand, wer Meister geworden ist. Playoffs würden sowas natürlich ein Stück weit beeinflussen, das ist klar, hat natürlich auch seine positiven Seiten. Bin jetzt da ein bisschen gespannt, welche Diskussion angeschoben wird und da die aber ja noch nicht, so wie Marcel es ja auch gerade dargelegt hat, in der Tiefe geführt wird, also über was für eine Veränderung reden wir, wäre ich zumindest so offen, es mir mal anzuhören, aber mit der klaren Tendenz, dass meine persönliche Meinung bleiben würde, wer nach 34 Spieltagen die meisten Punkte hat, sollte deutscher Meister sein. Ich finde es gut, wenn man sich dann wirklich über diese Strecke und Dauer durchgesetzt hat, dass man es dann auch verdient hat, letztendlich. Oder auch nicht verdient hat, drin zu bleiben. Von daher dann nochmal Spannung reinzubringen. Wenn eine Mannschaft einfach so gut ist, dass sie die Liga dominiert, dann ist sie einfach so gut. Dann ist es die Aufgabe der anderen Vereine, sich besser aufzustellen. Wenn man das unter der Prämisse sieht, wir wollen mehr Spannung erzeugen, mehr Abwechslung in den Titelkampf reinbekommen, dann kann ich das verstehen und nachvollziehen, dass man zumindest das mal diskutiert. Ich finde persönlich, dass derjenige, der am Ende von 34 Spiel am meisten Punkt hat, finde ich gut, wenn der Meister wird und die, wo halt am wenigsten Punkt habe, dann leider absteigen müsse. Ich glaube, dass für uns ehrlich gesagt in den nächsten Jahren nicht unbedingt eine Playoff-Teilnahme in Frage kommt. Deswegen sollen sich andere darüber diskutieren. Aber ich kann natürlich schon verstehen, wenn man vielleicht eine Möglichkeit sieht, die absolute Dominanz der Bayern vielleicht ein bisschen zu unterbrechen oder ein bisschen spannender zu machen. Aber wie gesagt, wir als VfL Bochum, oder denke ich, werden mit den Playoffs erstmal nichts zu tun haben.